Lee ist der Sonnenschein seiner Eltern. Ihr ältester Sohn und ihr Liebling, der ihnen so viel Freude schenkt. Auch wenn es Lee nicht leicht gehabt hat im Leben, hat er nie sein Lachen verloren und seine Mutter Beth und seinen Vater Joe jeden Tag glücklich gemacht. Doch eine Sache können sie ihrem Sohn trotz behüteter Kindheit nicht schenken. Das, was er sich am allermeisten wünscht. Einen echten Freund. Lee. Lee leidet an einer Sprach- und Lernbehinderung. Seit seiner Kindheit sind seine intellektuellen Fähigkeiten beeinträchtigt und er hat Schwierigkeiten, sich im alltäglichen Leben zurechtzufinden. Als Kind wird ihm ein IQ von 56 attestiert. Damit leidet er unter einer leichten Intelligenzminderung. Betroffene haben im Alter von 18 etwa eine geistige Reife von Grundschulkindern. Im Erwachsenenalter entspricht das Intelligenzalter 9- bis 12-Jährigen. Im Kindergartenalter kann Lee nur schlecht sprechen und er hat Probleme, soziale Kontakte vor allem zu anderen Kindern zu knüpfen. Als er eingeschult wird und auf die Sonderschule in seiner britischen Heimat Newcastle kommt, ändert sich das. Lee blüht auf, er knüpft Freundschaften und liebt es, in die Schule zu gehen. Lee liebt Menschen. Doch darin sehen seine Lehrkräfte und seine Mutter bereits im Teenageralter eine große Gefahr. Er möchte mit jedem befreundet sein. Er ist leicht zu beeindrucken, lässt sich schnell von anderen überreden und ist naiv im sozialen Umgang mit anderen. Wenn andere Gleichaltrige ohne Lernbehinderung ihn aufziehen oder mobben, merkt Lee es nicht. Er kann keinen Sarkasmus verstehen, Hänseleien deutet er als freundliche Gesten. Jedem, der mit ihm spricht, vertraut er. Und er versteht nicht, dass es keine Freundschaften sind, wenn die Leute ihn mobben. Ausgenutzt. Bereits als Kind hat Lee Betreuung benötigt. Mit 18 Jahren wechselt er von der Kinder- in die Erwachsenenbetreuung. Und das, obwohl er geistig noch auf dem Stand eines Kindes ist und er noch gar nicht begreifen kann, dass er mit 18 nun erwachsen ist und die Sozialarbeiterinnen von ihm Eigenständigkeit verlangen. Oft läuft er in dieser Zeit von zu Hause davon. Er hat in der Betreuung gelernt, dass er als Erwachsener nun machen kann, was er will. Doch gleichzeitig besitzt Lee nicht die geistige Reife, ein Leben außerhalb des behüteten Zuhauses, was seine Eltern ihm bieten, zu meistern. Häufig streunert Lee, wenn er ausgerissen ist, durch die Straßen. Mehrmals müssen seine Eltern ihn von bekannten Treffpunkten des Drogenmilieus oder an obdachlosen Unterkünften abholen, wo die Leute ihn zum Clown ausnutzen. Er hält die Menschen für seine Freunde und versteht gar nicht, warum sich seine Mutter sorgt. Er sieht nicht, dass die Menschen ihn ausnutzen, dass er sich in Gefahr begibt und dass sie Lee nur für ihren eigenen Vorteil bei sich akzeptieren. Auch für seine Mutter Beth ist es eine schwierige Zeit. Auf der einen Seite will sie ihren Sohn beschützen. Auf der anderen Seite kann sie verstehen, dass es Lees sehnlichster Wunsch ist, Leute kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen und er sich eines Tages seinen großen Traum erfüllen will, eine Freundin zu finden. Mit 20 Jahren wird Lee Irving das erste Mal mit dem Leben konfrontiert, das er nicht versteht und auf das ihn die Erwachsenenbetreuung nie vorbereitet hat. Er wird verhaftet. Sein angeblicher Freundeskreis auf der Straße hat seine Naivität wieder ausgenutzt und ihn überredet, für sie zu stehlen. Auch wenn Lee noch am selben Tag aus der Untersuchungshaft entlassen wird, bekommt er eine Auflage. Er bekommt eine Fußfessel und darf zu bestimmten Uhrzeiten nicht mehr das Haus verlassen. Dass Lee diese Maßnahmen und die Konsequenzen seines Handels gar nicht verstehen kann, darauf nimmt das Justizsystem keine Rücksicht. Denn Lee kann nicht die Uhr lesen. Er weiß nicht, wann er mit der Fußfessel zu Hause bleiben muss und wann er raus darf. Die Justiz hingegen sieht es als Verstöße gegen die Auflagen an und Lee muss das erste Mal ins Gefängnis. Er wird zu 9 Monaten Haft verurteilt. Er wird behandelt wie ein Erwachsener, der vollumfänglich für sein Handeln verantwortlich ist. Und das, obwohl der 20-Jährige die Intelligenzreife eines Grundschulkindes hat.
Zwischen Mai 2011 und März 2015 wird er insgesamt 30 Mal verhaftet, weil fremde Menschen, die Lee für seinen Freundeskreis gehalten hat, ihn zu Diebstählen überredet haben und seine Gutgläubigkeit auf brutalste Weise ausgenutzt haben. Der neue Freundeskreis. Anfang 2015 lernt Lee durch einen Gruppenchat James Wedley kennen, der ihm schreibt: Bock auf Party? Eine Einladung, die Lee nicht ablehnen kann. James Wedley lebt zusammen mit seiner Mutter Julie und seiner Freundin Nicole in einem heruntergekommenen Haus in Newcastle, wo auch seine Freunde ein- und ausgehen, darunter auch James' Freund Barry. Sie sind drogenabhängig, verwahrlost und schlagen sich mit Diebstählen und Kleinkriminalität über die Runden. Während bei den meisten Menschen die Alarmglocken angehen, kann Lee die Warnsignale nicht erkennen. Sie laden ihn immer wieder zu sich ein, worüber sich Lee freut. Er denkt, er hat endlich einen Freundeskreis gefunden, doch in Wirklichkeit hat James das perfekte Opfer gefunden. Ein Menschen, der alles für seine Gruppe machen wird. Lee muss für die Gruppe stehlen, in der Innenstadt betteln, und sie versuchen, über seinen Namen Kredite aufzunehmen. Lee machen sie weiß, dass er ihr Freund sei und ein echter Freund würde für andere stehlen und betteln. Der 24-Jährige bekommt von seiner Mutter ein wöchentliches Taschengeld. Er kann nicht mit Geld umgehen oder haushalten und Beth ahnt nicht, dass mittlerweile James das gesamte Taschengeld ihrem Sohn abnimmt. Dass Lee psychisch missbraucht, manipuliert und ausgenutzt wird, kann er nicht erkennen. Auch Angst oder Gefahr zu verspüren und darüber zu sprechen, fällt ihm schwer. Er ist jedem gegenüber freundlich eingestellt. Vor allem James gegenüber. Schließlich sagt er, dass er Lees bester Freund ist. Doch Lees Eltern merken in der Zeit, dass er sich verändert. Er ist in sich gekehrt und wenn James ihn anruft, wirkt er nervös. Welchen Misshandlungen und psychischen Qualen ihr Sohn ausgesetzt ist, können sie jedoch nicht wissen. Lee redet nicht über das, was er im Haus von James, seiner Freundin und seiner Mutter erlebt. Auch gegenüber seiner Betreuerin ist der 24-Jährige zunehmend zurückhaltend, bis er irgendwann im Frühjahr 2015 gar nicht mehr zu seinen Terminen kommt. Auch bei seinen Eltern zu Hause taucht Lee kaum noch auf. Manchmal ist er tagelang unterwegs, ohne dass seine Eltern Beth und Joe oder seine Brüder wissen, wo er ist. Die Angst um Lee ist in den Monaten allgegenwärtig für sie. Doch auf Hilfe können sie nicht zählen. Immer wieder versuchen sie, Lee bei der Polizei als vermisst zu melden. Ohne Erfolg. Auf dem Papier ist Lee schließlich mit 24 Jahren erwachsen. Er kann sich aufhalten, wo er will und kann den Kontakt zu seinen Eltern abbrechen, wenn er das will. Eine Ausnahme machen sie nicht, obwohl Lee wegen seiner Behinderung schutzbedürftig ist. Nicht mal die Erwachsenenbetreuung, an die sich Lees Eltern wenden, schreitet ein. Der 24-Jährige könne sich schließlich aussuchen, ob er bei seinen Eltern oder bei anderen Personen lebt. Am Morgen des 6. Juni 2015 scrollt Beth Irving durch Facebook. Seit einigen Tagen ist Lee wieder nicht nach Hause gekommen. Manchmal schreiben mir Leute auf Facebook, wenn sie Lee in der Stadt gesehen haben und wissen, wo er ist. Sie klickt sich durch ihre Timeline und liest eine Nachrichtenüberschrift. Unbekannter toter Mann in Newcastle gefunden. Sie denkt sich nichts dabei. Sie teilt den Post auf ihrem Facebook-Profil. Vielleicht kennt ja jemand auch aus ihrem Umfeld den Toten. Seine Familie muss sich schließlich schreckliche Sorgen machen. Keine Sekunde denkt sie darüber nach, dass der unbekannte Tote ihr Sohn sein könnte. Und dass die Familie, mit der sie Mitleid hat, ihre eigene ist. Das Martyrium. Am Morgen des 6. Juni 2015 geht ein Anruf bei der Polizei in Newcastle ein. Am anderen Ende ist James Wedleys Freund Barry Imray. Der berichtet, dass er gerade einen toten Mann an einem Feld gefunden hat. Der Notruf bereitet das Ermittlungsteam jedoch nicht auf das vor, was sie am Tatort vorfinden. Der junge Mann hat schwerste Verletzungen. Sein Gesicht ist zertrümmert, seine Nase hat sich vom Gesicht gelöst. Und die spätere Obduktion ergibt, dass die Verletzungen so immens sind, dass sie vergleichbar sind mit einem schweren Verkehrsunfall ohne Sicherheitsgurt.
Schnell ist dem leitenden Ermittler klar, dass das kein Unfall sein kann. Der junge Mann, von dem sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, wer er ist, wurde auf brutalste Weise misshandelt und getötet. Beim Fundort kann es sich außerdem nicht um den Tatort handeln. Die Fußsohlen des Toten sind sauber und er trägt keine Schuhe. Er kann nicht allein zum Feld gelaufen sein. Dazu passt auch der abgestellte Kinderwagen, den die Polizei einige Meter entfernt findet. Während der Obduktion werden die Fingerabdrücke des unbekannten Toten mit der Polizeidatenbank verglichen. Und es gibt einen Treffer. Lee Irving. Als Lees Familie von der schrecklichen Nachricht erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie können nicht fassen, dass Lee tot sein soll. Doch der schwerste Gang liegt noch vor seinen trauernden Eltern. Sie müssen ihren aufs Schlimmste entstellten Sohn in der Leichenhalle identifizieren. Währenddessen laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Als erstes befragen sie den Anrufer, der den Fund des Toten gemeldet hat, Barry Imray. Schnell kommen sie zu der Erkenntnis, dass er irgendwas zu verbergen hat. Er verstrickt sich in Widersprüchen und er kann den Ermittlern nicht sagen, warum er überhaupt an dem Ort war. Er wird deshalb vorläufig festgenommen und sein Umfeld näher durchleuchtet. Dabei stoßen sie auf einen interessanten Fund. Barry ist aktuell im Haus von James Wedley gemeldet, ein mehrfach vorbestrafter Krimineller. Und auch James und Barrys weitere Mitbewohnerinnen sind der Polizei keine Unbekannten. Seine Mutter Julie Mills und seine Freundin Nicole Lawrence. Auch Lees Familie bestätigt der Polizei, dass ihr Sohn James gekannt hat und dass sie immer gehofft haben, dass er eines Tages den Kontakt zu diesen Menschen abbricht. Bei der Durchsuchung des Hauses findet die Polizei überall verteilt Blutspritzer. Und ein Nachbar von James sagt aus, dass er die Gruppe gesehen hat, wie sie einen Mann in einem Kinderwagen durch die Straßen geschoben haben. Er hat ihn jedoch für einen Betrunkenen gehalten. Die Polizei ist sich sicher, dass sie ihre 4 Tatverdächtigen haben. Alle werden verhaftet. Doch alle schweigen zu den Vorwürfen. Niemand würde Lee kennen. Und niemand von ihnen wüsste, warum der 24-Jährige tot ist. Erst die Handys der 4 Beschuldigten offenbaren die Wahrheit. Ein grausames Martyrium, das Lee in den letzten Tagen seines Lebens durchmachen musste. Immer wieder schreiben sich James, seine Mutter, seine Freundin und Barry SMS, in denen sie darüber berichten, was sie Lee angetan haben. Alle haben gewusst, was im Haus passiert, doch niemand hat dem misshandelten Lee geholfen. Die Gruppe hat Lee mehrere Tage im Haus gefangen gehalten. Sie haben ihn mit einem Medikamentencocktail aus Morphium, Antidepressiva und Herzmedikamenten für Hunde sediert. Vor allem James und Nicole drängen darauf, Lee gefügig zu machen. Sie wollen Macht über ihn und die Kontrolle über seinen Willen. Er soll ihnen all sein Geld geben und für sie machen, was sie von ihm verlangen. Mehrfach wird Lee während seiner Gefangenschaft im Haus von der Gruppe getreten und verprügelt. In einer SMS von James an die anderen verkündet er fast schon stolz: Ich habe ihn verprügelt. Ich habe ihm die Nase gebrochen und 2 blaue Augen und eine aufgeplatzte Augenbraue verpasst. Auch seine Mutter Julie ist an den Misshandlungen beteiligt. In einer SMS schreibt sie: Du solltest Lee mal sehen, es ist ein Blutbad. Er sieht aus wie ein Elefantenmensch. In den Nachrichten ist deutlich herauszulesen, dass sie Lee schon lange entmenschlicht haben. Neben ableistischen Beleidigungen ist herauszulesen, dass sie Lee gar nicht als Menschen sehen. Für sie ist er Mittel zum Zweck und jemand, an dem sie all ihre gewalttätigen Aggressionen herauslassen können. Auch in ihren Google-Accounts hinterlässt die Gruppe Spuren. Sie googeln, warum erkaltet der Körper nach Schlägen, sowie Symptome einer Hirnblutung. Ihnen war bewusst, dass Lee lebensbedrohlich verletzt ist. Doch keiner von ihnen hat mit dem Gedanken gespielt, Hilfe für den schwerverletzten Lee zu holen. Die Obduktion ergibt, dass Lee Irving schwerwiegende Verletzungen hatte, die sich in unterschiedlichen Heilungsstadien befanden. Unter anderem einen gebrochenen Kiefer, innere Verletzungen und 27 Rippenbrüche, die schlussendlich zum Atemstillstand geführt haben. Über Tage war Lee zahlreichen Angriffen der 4 ausgesetzt. Sein quälender Todeskampf ging über Stunden, wenn nicht sogar Tage. Und auch nach seinem Tod haben sie nicht aufgehört, ihn zu entwürdigen.
Sie haben seinen toten Körper in einem Kinderwagen gelegt und an einem Feld wie Müll entsorgt. Um dann die Polizei zu verständigen, damit es aussieht, als hätte einer aus der Gruppe ganz zufällig den toten jungen Mann gefunden. Im Januar 2016 beginnt der Prozess gegen James Wedley, seine Mutter Julie Mills, seine Freundin Nicole Lawrence und seinen Freund Barry Imrie. Alle vier sind wegen Mordes angeklagt. Ein Hassverbrechen, denn sie haben sich absichtlich einen Menschen mit Behinderung ausgesucht. Jemand, der ihnen unterlegen war, den sie manipulieren und ausnutzen konnten und bei dem sie wussten, dass er sich nie gegen sie wehren wird. Erst während des Prozesses kommt heraus, dass Lee Irving nicht das erste Opfer der Gruppe ist. Bereits vor Lee haben sie gezielt Menschen mit Behinderung in das Haus gelockt, wo sie sie finanziell ausgenutzt und manipuliert haben. Sie mussten putzen und für sie stehlen. Wer sich gewehrt hat, wurde körperlich misshandelt. Während anfangs das Ermittlungsteam davon ausgegangen ist, dass James Wedley hinter dem Grauen steckt, kommt im Gerichtsprozess heraus, dass seine Mutter, Julie Mills, das Familienoberhaupt und die Drahtzieherin ist. Insgesamt hat sie von 4 Menschen mit Behinderung die Sozialleistung erschlichen. Sie hat gezielt schutzbedürftige Menschen gesucht, die sie finanziell ausnutzen konnte. Und einer von ihnen ist Barry Imrie, der in Wirklichkeit gar kein Freund der Familie ist, sondern das gleiche Schicksal wie Lee durchmachen musste. Auch er hat wie Lee eine Lernbehinderung und ist seit 10 Jahren bei der Familie untergekommen, damit sie finanziellen Nutzen aus ihm ziehen können. Auch Barry haben sie körperlich misshandelt. Und auch er hat gedacht, dass James, Julie und Nicole wirklich mit ihm befreundet sind. Doch stattdessen haben sie versucht, den Mord an Lee ihm anzuhängen. Er musste die Polizei anrufen und sie haben darauf gehofft, dass er als Verdächtiger des Mordes gelten wird. Vor Gericht schieben sich die Angeklagten gegenseitig die Schuld zu. James Wedley sagte aus, dass Barry Imrie der Mörder sei. Julie Mills gibt an, dass ihr Sohn James der Haupttäter wäre. Und James' Freundin Nicole Lawrence sagt aus, dass sie gar nicht an der Tat beteiligt gewesen wäre. Nur Barry gibt zu, dass er verantwortlich dafür ist, dass er den toten Lee aus dem Haus geschafft hat. James, Nicole und Julie hätten ihn unter Druck gesetzt. Hätte er sich widersetzt, wäre er vermutlich der Nächste gewesen. Mehrere Wochen berät die Jury, bis sie zu einem Urteil kommen. James Wedley wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft von mindestens 23 Jahren verurteilt. Julie Mills wird zu 10 Jahren und ihre Schwiegertochter Nicole zu 8 Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung und Behinderung der Justiz verurteilt. Barry Imrie wird trotz seiner Lernbehinderung für schuldig befunden. Er wird zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch wenn Lees Familie Gerechtigkeit bekommen hat, ist das Urteil trotzdem ein Rückschlag. Der vorsitzende Richter wertet den Mord an Lee Irving nicht als Hassverbrechen gegen Menschen mit Behinderung. Obwohl es das System der Gruppe war, schutzbedürftige Menschen auszunutzen und zu misshandeln. Für Lees Mutter Beth ist auch nach dem Mordprozess der Schmerz nicht beendet. Nicht nur, dass sie täglich ihren geliebten Sohn vermisst. Sie muss sich nun Anfeindung und Beschimpfung auf Social Media stellen. Sie wird als Rabenmutter bezeichnet, der vorgeworfen wird, dass sie sich nicht um ihren Sohn gekümmert und ihn bei Menschen untergebracht hätte, die ihn misshandelt haben. Dabei hat sie alles in ihrer Macht Stehende versucht, ihren Sohn zu schützen, der nur ein Leben wollte, wie er es von seinen Brüdern kannte. Und dessen größter Wunsch es war, einen Freund zu finden. Bis heute sitzt der Schmerz in der Familie tief. Und bis heute können sie nicht begreifen, dass Lee nie wieder bei ihnen sein wird, wie seine Mutter in einem Interview sagt. Ich lasse für ihn immer noch das Licht im Flur an und decke seinen Platz am Esstisch. Wir werden nie darüber hinwegkommen, dass wir ihn verloren haben. Ich werde diesen schrecklichen Tag nie vergessen können, an dem er uns genommen wurde.